Hallo und herzlich willkommen zu der Videoreihe Wie fülle ich die Einkommensteuererklärungsformulare für das Jahr 2020 aus? Heute behandeln wir die Anlage haushaltsnahe Aufwendungen. In die Zeilen 1 bis 3 trägst du Name, Vorname, Steuernummer ein. Danach geht's direkt weiter mit den Steuerermäßigungen für Aufwendungen. Zum einen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse im Privathaushalt, sogenannte Minijobs. In die Zeile 4 kommt die Art der Tätigkeit, wie hier beispielsweise die Reinigung der Wohnung und in die Summe die Aufwendungen abzüglich etwaiger Erstattungen. Im nächsten Bereich geht es um haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen im Privathaushalt. Das sind dann die sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen im Haushalt, also Beschäftigungen, die über den Minijob, den du hier oben eingetragen hast, hinausgehen würden. Oder eben im Wesentlichen haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt. Eine klassische haushaltsnahe Dienstleistung ist, wie hier eingetragen, die Gartenpflege. Also Hecken schneiden, welche durch einen Dienstleister erfolgt, zählt zu den haushaltsnahen Dienstleistungen, in diesem Fall 3.790, also auch der Gesamtbetrag der in Anspruch genommenen haushaltsnahen Dienstleistung. Und der dritte Bereich der Steuerermäßigung sind die klassischen Handwerkerleistungen, also Renovierungs-, Erhaltungs-, Modernisierungsmaßnahmen in deinem eigenen Haushalt. Wie hier in dem Beispiel Malerarbeiten als Arbeiten an Innen- und Außenwänden. Der Bruttorechnungsbetrag wird in diese Zeile eingetragen und normalerweise findest du das, wenn dein Handwerker dir eine vernünftige Rechnung ausgestellt hat, extra ausgewiesen, die darin enthaltenen Lohnanteile, Maschinen- und Fahrtkosten, auch brutto, also inklusive Umsatzsteuer. Wichtig, bitte achte darauf, wenn du die Rechnung vom Handwerker bekommst, dass er, wenn er die Lohnanteile extra ausgewiesen hat, rechne nochmal zusammen, ob er auch die Maschinenstunden und die Fahrtkosten in dieser Summe drin hat. Ansonsten bitte ihn, sofern er das nicht gemacht hat, dass er deine Rechnung ändert und dies entsprechend ausweist. Ansonsten entgeht dir ja bares Geld. Bei den Handwerkerleistungen sind von vornherein mehrere Spalten angegeben, da diese wesentlich häufiger sind, aber auch hier kannst du grundsätzlich immer, wenn die entsprechende Zeile in dem Formular nicht ausreicht, hineinschreiben, siehe Anlage und eine entsprechende Anlage anfügen. In den Zeilen 10 bis 15 geht es im Ergebnis letztlich darum, um eine Aufteilung. Also wenn du zum Beispiel mit deiner Ehefrau zusammen veranlagt bist, die Rechnung aber auf dich lautet, dann kannst du in diesen Zeilen entsprechend eine Aufteilung oder eine Zuordnung bei dem Steuerpflichtigen oder der Person beziehungsweise hier in Zeilen 12 bis 15 eine prozentuale Aufteilung vornehmen. Das soll es soweit gewesen sein mit den Handwerkerleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen. Ein kleiner Hinweis noch, der sehr wichtig ist. Bitte denk immer dran, dass du diese drei Positionen immer nebeneinander in der Steuererklärung geltend machen kannst. Wenn es dich interessiert, wie die Berechnung bezüglich der haushaltsnahen Dienstleistungen, Handwerkerleistungen erfolgt, hierzu habe ich dir bereits ein Video gemacht. Schau dir das einfach an. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder zuschaust. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.